give me a kiss to build a dream on. And my imagination will thrive upon that kiss. Oh, sweetheart, I ask no more than this. A kiss to build a dream on. Give me a kiss before you leave me. And my imagination will feed my hungry heart. Leave me one thing before we part. A kiss to build a dream on. When I'm alone with my fancies, I'll be with you, weaving romances, making believe they're true. Oh, give me your lips for just a moment, and my imagination will make that moment live. Give me what you alone can give, a kiss to build a dream on. Krieg bleibt immer gleich. Das Ende der Welt ereignete sich mehr oder weniger so, wie wir es vorausgesehen hatten. Zu viele Menschen, zu wenig Platz, zu wenig Ressourcen. Die Einzelheiten sind trivial und unbedeutend, die Gründe wie immer rein menschlicher Natur. Nahezu alles Leben auf der Erde wurde ausgelöscht. Eine große Säuberung, ein atomarer Funke, gezündet von Menschenhand, geriet schnell außer Kontrolle. Nukleares Feuer regnete auf die Erde herab. Kontinente gingen in Flammen auf und versanken in den brodelnden Fluten der Ozeane. Die Menschheit wurde nahezu völlig ausgelöscht. Ihr Geist wurde Teil der Radioaktivität, die sich wie ein Leichentuch auf die Erde legte. Stille Dunkelheit breitete sich über den Planeten aus und dauerte viele Jahre an. Nur wenige überlebten den verheerenden Schlag. Einige hatten Glück gehabt und sich in großen unterirdischen Bunkern in Sicherheit bringen können. Als die große Dunkelheit vorüber war, öffneten sich die Bunker und ihre Bewohner kamen daraus hervor, um ihr Leben neu zu beginnen. Einer der Stämme im Norden führt seinen Ursprung auf einen solchen Bunker zurück. Seine Angehörigen glauben, dass ihr Gründer und Ahnherr, der unter dem Namen Bunkerbewohner bekannt ist, einst die Welt von großem Übel befreit hat. Der Überlieferung nach hatte dieses Übel seinen Ursprung im tiefen Süden und verdarb jeden, der damit in Berührung kam. Menschen änderten ihre Gesinnung und verwandelten sich in wilde Tiere. Nur der Tapferkeit des Bunkerbewohners war es zu verdanken, dass das Übel vernichtet wurde. In seinem Kampf verlor er jedoch viele seiner Freunde und opferte einen Großteil seiner selbst, um die Welt zu retten. Als er schließlich in die Heimat zurückkehrte, für deren Schutz er so hart gekämpft hatte, verstieß man ihn. Indem er sich dem gestellt hatte, was sie alle fürchteten, war er für sie zu einem anderen geworden. Und er war nicht mehr länger ihr Held. Von seinem eigenen Volk im Stich gelassen, ging er fort in die Öde.
Er wanderte weit in den Norden, bis er zu den großen Schluchten kam. Dort gründete er ein kleines Dorf mit dem Namen Arroyo, in dem er bis ans Ende seiner Tage lebte. Und so hat Arroyo von seiner Gründung an in Frieden gelebt, durch seine Schluchten vor der Außenwelt geschützt. Arroyo ist Heimat, deine Heimat. Aber die Narben des Krieges sind noch nicht verheilt. Und die Welt hat noch nicht vergessen.